Jo, moin Leute und damit ein recht herzliches Willkommen zur nächsten Aufnahme von Echo mit dem Wolf. Ja, moin moin meine lieben Leute, grüßt euch, schön euch wiederzusehen. Ja, freut mich auch. Gestern war ein aufregender Tag, und spannender Tag für uns. Wir haben nämlich Echo gestreamt. Vorgestern? Ja, vorgestern? Das richtig, für uns war es gestern. Genau. Wir haben einiges doch geschafft, obwohl es offensichtlich vielleicht gar nicht so viel ist. Naja, wenn du vor uns schaust, sieht schon gut aus. Ja, stimmt auch wieder. Hast du. Hatte das irgendwie nicht so viel in Erinnerung. Ja, richtig. Wenn du dann nach unten schaust, wird es halt auch besser. Ja, richtig. Ich würde sagen, wir gucken mal, was wir gestern alles so geschafft haben. Fangen wir mal hier oben an. Genau. Also als allererstes erstmal, dass man hier schon mal bis hinterlaufen kann, das habe ich nämlich gestern auch geschafft. Stimmt, endlich du hast dein mal Haus die Hütte gemacht, ne? Ich habe meine Hütte fertig bekommen, yay! Stimmt, da habe ich noch gar nicht reingeschaut. Und ich habe auch einen Wagner-Tisch gemacht, wo wir dann quasi auch Autos bauen können dann schon drin. Den habe ich aber, gerade weggemacht zugunsten des Webtisches, denn den brauchen wir für die nächste Sache, die da hinten nämlich schon steht, die man so durchs Fenster sieht. Oh, der sieht voll geil aus, Alter. Der sieht richtig gut aus, ne? Nice. So, dann haben wir natürlich hier ein bisschen Wege gebaut und ihr kennt mich ja, ne? Wege muss sein. So, dann haben wir nämlich hier hinten schon eine Steinmühle gebaut und die braucht Windkraft. Das heißt, hier werden wir demnächst dann noch eine kleine Windmühle drumherum basteln. Und Windräder, weiß man ja, die brauchen Stoff und dafür brauche ich den Wegtisch. Deswegen steht er da schon. Genau, weil Strom kommt nicht von irgendwoher. Na, in dem Moment nicht Strom, sondern mechanische Energie, aber das ist die andere Sache. Gut, Kilowattstunden. So. Ja, lassen wir das. Also. Ich habe währenddessen eher den ganzen Stuff gestern gemacht habe, habe ich mich hier drum gekümmert, unser Lager hier vor unserer Mine zu erweitern. Das ist richtig. Da unten ist ein neues Lager entstanden, das hat der Jason jetzt dann noch gesetzt. Hier oben sind noch zwei neue Lager gekommen und auf der Seite auch noch zwei neue Lager, die habe ich mit Steinen voneinander abgetrennt, einfach dass die Lager auch sitzen können und Platz haben. Richtig. Übrigens, by the way, weil ich gerade sehe, über uns fliegt gerade unser Kollege. Unser Freund. 9 Stunden 53 haben wir noch. Sehr schön. Also es geht langsam abwärts mit der Zeit. Ja. 9 Tage, Entschuldigung. 9 Tage, 9 Stunden. Soll ja auch so sein, ne? Ja, das ist richtig. Genau. Und dann zu dem, dass wir hier Leute, mir fällt es gerade erst auf, ich weiß nicht, warum mir das vorhin nicht aufgefallen ist. Lass uns doch mal wieder auf Discord zurückwechseln. Okay. Der im Teamspeak hat der ganz weird gerade, höre ich mich selbst. Why not? Oh, okay. Ja, sollte dann, jetzt aber auch egal sein. Wir wechseln einmal kurz rüber. Ruf mich doch mal an, genau. Oder so. Sorry, Leute, das muss einmal kurz sein. Klingeling, klingeling. Disconnected. Und tschüss. So. Weil Discord kriegt sich irgendwie besser gefischt. So. Genau, hier haben wir also diese beiden Lager gesetzt. Das Lager hier musste traurigerweise mit einem Überstand sein. Natürlich habe ich das mit Absicht gemacht, weil natürlich vor Regen sind wir geschützt. Klar, weil es so viel geregnet hat schon hier. Nee, aber genau, die Lager haben wir gebaut. Das musste passieren und jetzt wird es richtig traurig gleich. Siehst du gleich meinen traurigen Fail, den ich gemacht habe? Ich habe den schon gestern gesehen, aber ja. Naja, jetzt den. Der ist mir schon aufgefallen. Du hast ihn noch nicht fertig gesehen. Okay, gut, dann weil der Fail wird erst richtig fertig, wenn du siehst, wie die... Ich sehe aber gerade, ich mach dir da mal kurz... Ja, perfekt. Aber der Fail wird erst perfekt, wenn du siehst, wie die Rampe da sitzt. Erst ab da wird der Fail richtig... Ja, das ist mir aber gestern schon bekannt gewesen, wo ich runtergelaufen bin. Können wir hier trotzdem zumindest so ein bisschen runterlaufen? Ja. Genau, hier habe ich ein bisschen weiter runtergebaut. Das heißt, hier muss ich jetzt natürlich dementsprechend noch eine Höhe ausbauen nach oben. Weniger ein bisschen. Dramatisch. Ein bisschen. Ja, ein bisschen. Gerade bin ich nochmal auf Kohle gestoßen. Stunden später. Warte. Alter. Bin ich nochmal auf Kohle gestoßen. Hier haben wir ein paar Seitenstein erreicht.
guck mal, hier unten ist Eternity Later. Oh, guck mal. Oh, ich dachte, hier geht's jetzt nochmal rum. Nee, hier habe ich aufgehört. Warte, ich nehme das auch mal noch mit, dann haben wir das hier unten gleich leer. Genau, bin ja nicht so. Das ist aber nett von dir, du. Ja, ne? Ich bin ja nicht so zu dir. Richtig liebevoll. Mhm. Vor allem, du arme Sau, wie oft du hier hoch und runter rennen musstest. Das ist ja nur deswegen gekommen, weil er die ganze Zeit auf die Steinrampen gewartet hat, die ich gesagt habe, ja, die mache ich dann irgendwann gleich und ja, dafür brauchen wir aber die Mühle da oben. Genau. Heißt, das, um am Ende das zu erreichen, was ich brauche, muss ich noch warten. Naja. Ja, deswegen habe ich jetzt doch Dirt Rams erstmal weitergemacht und dafür muss ich dann, das machen wir dann aber später irgendwann. Dann bauen wir da nochmal weiter aus. Denn für heute in der Aufnahme ist der Plan, dass wir uns ein bisschen mal die Welt anschauen mit euch. Genau, das heißt, wir bereiten uns gleich ein bisschen vor, nachdem wir euch ja einmal rumgeführt haben und gezeigt haben, was jetzt alles neu ist. Genau. Wir haben oben noch was vergessen zu zeigen, aber das können wir dann ja nochmal machen. Können wir gleich machen. Ja. Wollen wir mal Steine? Genau, achso, ja. Da oben. Da oben. Zack. So. Genau. Ansonsten, wenn ich gerade eh schon hier oben stehe, dann lass uns da noch mal kurz dahin gehen. Bist du da? Jawohl. Da. Und zwar sieht er, hier hinten geht es ja noch weiter mit dem Weg. Das war ja nur die eine Richtung, wir haben ja noch die andere Richtung hier. Und zwar haben wir hier hinten dein Beet. Ja, ich habe da hinten gestern auch ein bisschen, ein Bison im Feld gemacht. Kurze Frage, ne? Ja. Musst du die eigentlich auch, irgendwie wässern? Nee, da gibt es glaube ich keine Möglichkeit, aber düngen, for real. Ah, okay. Deswegen, man sieht ja auch, aber da habe ich den Dünger halt noch nicht, hier sind ein paar, sind grau. Ja, die sind verweckt, was? Das kann man aber jetzt in dem Moment erstmal nicht vermeiden. Das Ding ist, ich habe halt hier das Feld hier hingesetzt, weil hier fast alle auch natürlich wachsen und deswegen kann man die hier in dem Moment auch erstmal anpflanzen. Ja, das sind halt, sage ich mal, solche Spots, wo die dann vielleicht sagen, okay, da passt irgendwas nicht so ganz, wo die dann verwelken. Aber sehr cool, habe ich auch noch nicht gesehen. Auch für mich new. Jetzt hier haben wir die ganzen Bärchenbüsche. Ah, ja, sehr cool. Da, genau. Und ja, das ist halt so das kleine Feld. Nice. Also hier sind sogar auch ein paar Bärenbüsche verwelkt. Ja, lol. Ja. Ja, sehr cool. Sehr cool. Also dann haben wir dann das Beet. Und dann haben wir mein Wolfkart. Noch mein Dach verschönert. Ja, er hat mir meine Möglichkeit der Eckbrücke genommen, was ich die ganze Zeit vorhabe. Vorläufig. Irgendwann werden wir auch noch. Ich will umlagern. Ich habe da auch keinen Bock drauf, dass auf meinem Dach irgendwie. Vorläufig gleich immer. Wir werden es irgendwann dann am Ende sehen. Nein, auch damit. Das Lager wird am Ende immer noch da sein. Achso, ich kann auf meine Lage gar nicht mehr drauf. Achso, ja, übers Lagerfeuer. Never mind. Ist okay. Darfst du jetzt aber nicht reinfallen, ne? Sonst hast du ein Problem. Teilweise. Meinst du so? Wo bist du? Aber ich komme hier noch raus, alles gut. Doch, ja, man kommt hier aus allen Lücken, kommt man noch raus. Überall, wo eine Lücke ist, ist immer nur einer daneben. Hier auch. Okay. Ich dachte auch, hier komme ich nicht mehr raus, aber hier ist nur einer daneben. Dann scheinen die das echt daran gedacht zu haben. Nice. Das ist schlau. Das ist durchaus schlau, ja. Genau, also hier haben wir auch nochmal ein bisschen aufgefüllt. Vor allem auch viel Essen nochmal gemacht, ein bisschen Holz nochmal aufgefüllt. Dort hinten in dem Bereich, wo aktuell die ganzen Mischbäume stehen, habe ich die ganzen Prärielilien-Zwiebeln hier alle abgefarmt, damit wir ganz viele von den da unten stehen noch Camp Forest Juice machen können. Die sind eine nicht saugut, weil die sehr gut ausgeglichen sind. Wenn man dann dazu noch die wo sind sie? Da. Dieses vegetarisches Lager hier, das Porridge dazu ist, dann hat man auch eigentlich einen sehr gut ausgeglichenen Essensstil. Ja, apropos, ich müsste eh mal essen. Also was sagtest du jetzt? Das ich nehme immer das Campfire Stew. Ja. Und einmal Porridge. Je nachdem, wie viel du halt essen musst. Wenn du viel essen musst, ist das halt gut, weil das Porridge auch viel Kalorien aufbaut. Deswegen. Dann würde ich sagen, nehme ich mir mal 10 Campfire Stew mit und das Porridge sagtest du, ne? Genau, davon würde ich auch so, keine Ahnung, 5, 6 mitnehmen. Porridge, wo ist es denn? Bin ich jetzt blind? Im vegetarischen Essenslager 2.
Ah, okay. Da, wo du gerade drin stehst, sozusagen. Okay, warte. Da. Das Top Porridge. Genau. Okay, alles klar. Dann nehmen wir da auch noch mal 4 mit, würde ich sagen. Dann hast du noch 5 drin für dich. Ja, ich habe jetzt 10 und 5. Alles gut, ich habe schon Okay. 10 und 5 Ja, dabei. passt. Okay, dann kann Genau. ich mir, machen wir das auch so. Richtig. Dann packe ich dir das Veggie-Essen-Lager 2, kann ich dir auch Tomaten in so einen Scheiß reinpacken? Ja, klar, voll. Okay, super. Dann kann ich mich da schon mal ein bisschen auslagern. Ich So, leg dann mal haben wir eben noch. meine ganzen Spitzhacken und alles weg, dass ich nicht so viel mitnehme. Dass ich eine Axt, eine Spitzhacke. Genau. Hast du hier noch Stöckchen, die du. Warte mal, hast du doch auch, ne? Stöckchenlager? Ja, Stöckchenlager ist mein winziges Lager. Wenn du so viele Stöckchen hast, dann musst du sie ins Holzlager einfach mit reinlegen. Okay. Ah, da, genau. Jo. Einmal Holzlager. Dann haben wir hier noch ein bisschen Grassamen. Okay, Ich gut. habe Eicheln. Natürlich die ganzen Samen nochmal hoch. Und dann bin ich eigentlich schon mal, was die Kapazität angeht, ready to go. Ich habe noch Seeds. Wollen wir uns noch Pfeile machen? Ja, das wäre äußerst sinnvoll, glaube ich. Gut, dann gucke ich nochmal eben nach Pfeilen. So, da haben wir einmal das. Ich stelle auch mal irgendwie ein paar Fackeln her und nehme ein paar Fackelstands mit für den Fall, dass wir das brauchen. Ja, das macht Sinn, das ist richtig. So, zack, Nehme die zack, zack. Fackelstands doch wieder mit. Lol, da hatte ich sie schon weggelegt, Dummkopf. Komm vor. Ich Genau, und habe hier ist nämlich noch Zedernsamen. mein. Ich lege die auch erstmal ins Steinlager. Ja, könnt genau. Achso, ich habe dann ja noch meinen Bodenprüfer, den habe ich gestern auch noch gemacht. Genau, so, richtig. So. Hier waren die Pfeile, siehst du mal, verguckt. So, ich muss eh noch meinen Bogen noch ganz machen. Der ist von der letzten Jagd noch dezent hinüber. So, was wir auf jeden Fall auch noch brauchen, für mich ist ganz wichtig, ist Cotton. Dass ich da oben auch weiterkomme. Da hatte ich nämlich jetzt auch noch nichts gefunden gehabt. Boom. So, einmal Bogen. Okay, wir produzieren kurz 2,5 Minuten Bogen. Ja, ist richtig. Pfeile meine ich. Bogen produzieren wir, genau. Ja. So, wie ausgeglichen bin ich So. aktuell? Relativ gut. Da hat er noch ein Lager. Warte mal, da nehme ich mir mal kurz die Zedernsamen mit und tue die noch hoch zu mir. Dann müllen die dir hier nichts zu. Ja, mach das. Gott, du hast schon Seeigel gefarmt, Lull. Ja, hab ich doch gesagt, ich habe welche gefunden. Ich bin Ja, deswegen gestern noch gefunden ins hast, aber nicht, Tauchen dass du die gewesen. gleich, Doch, dass du die gleich gesnackt ich hab auch hast. Muscheln mitgenommen. Okay. Du hast Ich doch. fand's interessant, ich wollte wissen, was da geht. Du hast doch hier schon 100 Pfeile, ne? Das hast du gesehen. Im Wo? Holzlager. Im Holzlager habe ich noch 100 Pfeile, das ist gut. Die habe ich mir jetzt gerade mal gesnackt. Ja, ist gut, ich habe noch 200 gemacht. So. Läuft. Oha, oha, Ja, nicht so dramatisch. Passt schon. hast du eigentlich 2 Karts? Weil bei dir hinten gar nichts mehr draufsteht. Du hattest doch deinen auch benannt, oder? Habe ich Ja, gerade gesehen. Rennwagen. Stand gerade hinten nicht drauf. Lüli. Bist du sicher? Ja. Ziemlich sogar. Hm? Das, was vor deiner Hütte steht, ne? Ja, ist an sich meins. Da stand gerade nichts drauf. Okay, Lüli. Okay. So, ich sollte mal jetzt was snacken. Proteinfett. Eine Vitaminbombe. Papayas, Brauche ne? ich, glaube ich. Ja, Ich irgendwo. brauche Proteine, Fett und Vitamine.
das war schlecht. Ich wollte Papa erst. Egal, ich hab mich verdrückt. Alter, ich bin schon bei mal 220, hey. Ich bin bei 212. Ah, du hast mich ganz schön eingeholt. Das ist wohl wahr. So, die Sache ist, wo. Weil mein Multiplikator auch früher bei mal 2 war. Das stimmt, da steht echt nichts mehr drauf. Hä? Ja. Warum? Deswegen, ja. Keine Ahnung. Du warst es. Du warst es. Ich? Nix. Ich kann nichts dafür. Ich habe gar nichts gemacht, oder was? Ich habe nur eine Bier getrunken. Okay. Ich habe uns mal schon mal einen Wegpunkt gesetzt, was ich, Du hast jetzt wie viele Pfeile dabei? 100 oder was? 100 habe ich dabei, ja. Chillig. Ist dein Bogen heil? Ja, den habe ich repariert. Das ist mir ja auch mal im Fix. Ball für jeden. Was? Und Users with Title Permissions can set the global markers. Okay. Ich habe keine Berechtigung. Unfair. Was? Warum auch immer. Egal. Worauf hast du keine Berechtigung? Wegpunkte global zu setzen. Warte. Einstellungen. Achso. Ja, gut, keine Ahnung, wo ich das mache. Wegpunkte. Wo willst du hin? Ja. Oder wolltest du einen Wegpunkt setzen einfach? Nee, ich wollte uns einen Zielpunkt setzen, wo wir als erstes mal hingucken würden. Oder ich gerne mal. Ja. Weil da ist relativ flach. Das ist eigentlich relativ nördlich von uns. Ja, das ist quasi genau im Norden von uns. Da würde ich gerne mal hin. Denn da ist da relativ, ist relativ flach. Was meinst du damit? Genau, der ist relativ flach. Ja, was meinst du damit? Weil wir mitten. Wie? Ja, von der Bauebene her. Sieht zumindest auf der Karte so aus. Oder auch nicht. Denn wir brauchen ja dann so langsam oder vielleicht auch hier. Meinst du da, wo die Palmen stehen oder was? Nee, aber da auch. Also diese freie Fläche mit den Palmen, die habe ich auch gerade gesehen. Ja, sonst die ist flüssig, auch oder meinst schlecht. Du direkt am Wasser da oben? Ja. So also am Wasser da oben. Also warte mal, ich setze mal kurz einen Wegpunkt. Du kannst ja bestimmt einen globalen setzen, ne? Keine Ahnung, wie ich das mache. Du musst nochmal auf den Wegpunkt, wenn du den gesetzt hast, für dich nochmal draufklicken. Und dann kannst du. User permission can set the global markers. Okay, wieso kann ich das nicht machen? Das hat überhaupt. Doch, hat es, weil wir beide noch kein. Bürgermeister sind. Ich glaube, das kann nur der Bürgermeister machen. Oh, wow. Und wie können wir das machen? Indem ich ein Kapitol baue. Achso, okay. Ja. Aber wie gesagt, also ich würde erstmal in die Richtung gucken, weil wir müssen jetzt so langsam gucken, wo wir uns dann auch gebäudemäßig hin expandieren, denn nach wie vor sind wir hier platzmäßig ein bisschen eingeschränkt, was auch die Topografie angeht. Ich meine, ich habe ja gesagt, ich könnte nach hinten noch den Berg abtragen, dann haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Platz. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Theoretisch können wir auch den ganzen Berg, den ganzen Steinberg da abtragen, aber auf jeden Fall genug Steine fürs Leben, Alter. Da ist ein ganzer Fluss drin, das ist glaube ich nicht die beste Idee, die man haben kann. Nein, nicht da, den dahinter, den großen. Nicht den ersten, ich meine den zweiten. Ich meine, da können wir draufsetzen. Wenn man den auf die, nicht auf die oberste, nicht auf die da, sondern die da drunter sitzende Ebene, schön terraformt, da könnte man sich gut oben draufsetzen. Uiuiui. Wie lange? Wir haben nur 9 Tage, ne? Das ist ja klar. ich wollte es nur erwähnt haben, also. Hä, wenn wir da schön im Workflow arbeiten, die ganze. Okay. Na, da brauchst du eher einen Bagger dafür erstmal. Ansonsten würde ich von dem ersten Spot da oben dann vielleicht tatsächlich zu der Palmebene, weil da finde ich, haben wir auch eine ziemlich lange flache Fläche bis zum Fluss, ich würde auch sozusagen. Genau, ich würde auch erstmal die Palmebene angucken. Zumal, wir haben dort einen Fluss, das heißt, wir können dort effektiv schon mal auch mechanische Geräte hinsetzen, nämlich da können wir dann ein Wasserrad hinbasteln. Okay, also willst du doch zuerst zur Palmebene und genau, danach da hinten nördlich. Hätte ich so gesagt. Ich habe mir das erstmal markiert. Das heißt, die Frage ist, warum. Es ergibt halt irgendwie keinen Sinn. Mehr Sinn ergeben würde es tatsächlich, wenn wir straight hoch erst zum.
zum nördlichen Punkt gehen sozusagen und dann zur Palmebene, dass wir dann sozusagen einmal um die Welt gehen können, weil das wäre mein Ziel, dass wir einmal tatsächlich rumgehen. Können wir auch machen. Und uns einmal alles anschauen und wissen, wie es ist. Weil wenn wir jetzt erstmal da halt gehen über und dann nach da gehen, dann laufen wir irgendwie doppelt die Punkte ab, habe ich das Gefühl. Nein, wir könnten erst zur Palmebene und dann weiter zu der anderen Ebene. Dann läufst du in so einem Zickzack nach Norden. Ja, dann laufen wir wieder zurück. Wenn wir erst zur Palmebene laufen, laufen wir nach links. Dann laufen wir aber hoch nach rechts wieder zurück. Genau. Aber immer noch weiter nach oben. Wenn wir laufen zurück. Nein. Ich will ja einmal... Nach oben können wir eh nicht mehr viel. Da kommt fettes Wasser. Wir können nur links oder richtig rechts laufen. Wir können ja dann auch von... Wir können ja dann auch von... Wir können ja dann auch von da oben nach links und rechts laufen. Wir können auch auf die Insel drauf, aber das ist wir können so spannend, wir können nur noch 5 Stunden reden und sind immer noch keinen Meter gelaufen. Ja, können wir auch machen, ist gar kein Problem. Ja, okay, also du willst jetzt zuerst in die Palmebene. Ja, würde ich so sagen. So. Mann. Hast du keine? Dann mehr, eben oder? Vom ersten Spot jetzt zum wirklich ersten Spot. Ich wette auch, dass der zweite Punkt, dass wir da unterschiedliche Punkte gerade haben, uns kommuniziert haben. Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Vermute ich gerade. Vielleicht doch nicht. Egal. Ist im hellen grünen Bereich, oder? Bei den Bäumchen da oben. Ja, eigentlich noch zuvor. Ja, aber da vorne war den Hügel, Alter. Wo willst du uns da hinsetzen? Das nein, nee, rechts, links neben dem Hügel. Da ist zwar, ich sehe, da ist auch so ein dezentes Tal, aber da könnte man... Ebenen. Dahinter, vorm Wasser direkt, haben wir nicht so viele Ebenen. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Das Ding ist, wir müssen ja auch überall dahin dann auch Wege setzen. Also deswegen wäre mir die Palmebene sogar auch fast lieber, denn da müssen wir nicht ganz so viel Wege bauen. Ja, dann wollen wir mal. Also ich habe genug. Hast du auch alles? Ich habe alles. Reichen uns 10 Campfires, you und der Porridge? Soll ich Lagerfeuer mitnehmen? Also ich habe 7 und... Also ich habe 7 und 4 und ich glaube beim Laufen tun wir nicht so viel verbrauchen. Soll ich ein Lagerfeuer vor sich mitnehmen? Kurz machen. Weil dann kann ich zwischendurch im Notfall irgendwas machen, oder? Das ist richtig. Ich nehme mir aber dann nochmal... Scheiße, ich habe Kohle dann dabei. Das ist ja dumm. Ah ne, wir können auch über Äste arbeiten. Einfach mal eben. Warte kurz. Achso. Kannst du dann noch ein paar Äste mitnehmen? Greif doch einfach von hier vorne drauf zu. Ich hatte vor, das erste von hier mitzunehmen. Ja, nee, hab ich mein. Ah, jetzt hast du doch. Genau. So. So, jetzt ist mein Rucksack fast voll, aber egal. Stunden später, wir starten dann. Ja, doch gut. ich habe jetzt 4 Fackeln dabei, Fackelstands. Keine Ahnung, wo. Ist das schlau, was mitzunehmen? Ich weiß gar nicht, was das bringt. Brauchen wir Fackeln? Eigentlich nicht, oder? Ja, Fackeln vielleicht schon, weil die können wir in die Hand nehmen, glaube ich. Aber Fackelstands macht keinen Sinn, ja. Okay, dann nehme ich die Fackelstands nicht mit. Aber du könntest... Hast du da noch eine Fackel drin? Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ja, ich habe 2 Fackeln. Warte mal, ich packe die mal eben ins vegetarische Lager 2. Ja. Da sind die 2 Fackeln. Ah ja, genau. Genau, dann kann ich nämlich da theoretisch... Genau. Passt. Gut. So, du jetzt aber wirklich. Ja. Warte. Auf geht's. Zum zum Sonnenuntergang, ne? Gehen wir? Oder Aufgang? Wo ist die Sonne? Untergang. Ich sehe die Sonne nicht. Ja, das sieht aber Sonnenuntergang aus. Ich glaube auch. Ja. Juhu, wenn es dunkel wird, laufen wir los. Ist das schlau? Ich weiß mal nicht. Ist das nicht Standard? Ja. So.